Vor allen Dingen auch, wie ich gesagt habe, für einen neuen Muslim. Weil das Wissen ist ein Schutz. Schaut mal, ich will offen mit euch sprechen. Es gibt viele Jugendliche, die angefangen haben, den Islam zu praktizieren, den Islam angenommen haben und dann irgendwann mal in einer Sekte gelandet sind. Zum Beispiel der IS. Man fragt sich, warum sind einige Muslime, junge Muslime dorthin gegangen? Aus Deutschland, wie laut Behörden, fast 1000 Muslime. Und man sagt, warum sind die dorthin? Es gibt viele Gespräche unter den Geschwistern, unter den Muslimen. Der eine sagt, ja, die wollten nur Gutes tun. Der andere sagt, sie hatten eine gute Absicht. Der andere sagt, ja, der eine wollte Macht, der eine wollte dies. Aber was ist der Grund, der hauptlegende Grund? Ich sage es euch. Der hauptlegende Grund ist die Unwissenheit. Und deswegen die Unwissenheit ist der größte Feind der Muslime. Und das Wissen ist der größte Schutz mit der Rechtleitung Allahs verbunden. Das Wissen mit der Rechtleitung verbunden ist der größte Schutz für den Muslim. Schutz vor allen Dingen vor den Gruppierungen und vor den falschen Gruppen, vor den falschen Sekten. Und deswegen ist es für einen neuen Muslim so wichtig, Wissen anzueignen. Und für den Muslim, der die Religion neu praktiziert, ist es auch genauso wichtig, damit er nicht in so eine Gruppe hineinfällt. Damit er nicht wieder in sein altes Leben wieder zurückkehrt. Das ist auch wieder ein Problem. Es gibt einige, die rückfällig werden. Wieder mit dem Rauchen anfangen. Wieder mit dem Alkohol anfangen. Zurück zur Freundin gehen. Warum? Lag es am Prediger, lag es an der Moschee, lag es am Essen, lag es am Teppich, lag es... Es lag grundlegend daran, dass dieser Mensch kein Wissen gehabt hat. Dass er sich nicht mit dem Wissen beschäftigt hat. Weil das Wissen ist Schutz. Das Wissen schützt dich. Deswegen ist es so wichtig zu erwerben.